Hier ist aus. Habe ich vorhin schon versucht. Aha. Du rufst also meine Nina an, während ich nicht dabei bin? Interessant. Junger Mann, ich habe dich im Auge. Ich mag ihn nicht besonders, aber immerhin hilft er uns. Was ist, wenn irgendwas passiert? Wird schon nichts passieren. Ich warte hier. Und falls der Alarm losgeht, tritt Plan B in Kraft. Und der wäre? Das überlege ich mir zu gegebener Zeit. Und jetzt sieh zu, dass du da reinkommst. Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer, in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Hallo, hallo, ich hab... mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Auch das sollte man jedoch hinbekommen. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Ich glaube, dafür wäre es auch ein bisschen zu spät. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Ist vielleicht nur auch nur zum Grillen benutzt worden, diese Zange. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Ah ja, genau. Das erkennt man auch erst beim zweiten oder dritten Hinsehen. Dieser Schatten, der hier auf den Boden geworfen ist, der soll eine ziemliche Ähnlichkeit mit einem Schlüssel haben. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck. Aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Der Schlüssel ist durch die permanente Wärmeeinstrahlung der Lampe ganz schön heiß geworden. Mit bloßen Händen möchte ich den nicht unbedingt anfassen. Damit sollte es gehen. Der Schlüssel aus der Lampe. Ob ich jetzt auch drei Wünsche frei habe? Probier's, aber wünsch dir bloß nicht das Falsche, Freundchen. Passt. Das war also Wunsch Nummer 1. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Wunsch Nummer 2. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Patient 1835. Schwere psychische und neuronale Störungen. Derzeit im Dämmerzustand. Während des Beobachtungszeitraumes äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich.
Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll wie bei den anderen Patienten bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen, denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Wird wahrscheinlich mit dem Leitungswasser zu tun haben. Da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Die Flaschen sind alle nur mit chemischen Formeln beschriftet. Solange ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, lasse ich besser die Finger davon. Hier scheinen die Krankenakten drin zu sein, alphabetisch sortiert. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. K. Kach. Kaio. Kam. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Oleg sagte ja, Nina sei unter falschem Namen gereist. Wie war der doch gleich? Per Cover. Schauen wir da mal nach. P. Pal. Per. Peris. Peris? Peris Manuel. War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Ninas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Und der war auch hier? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Wenn mich meine rudimentären medizinischen Kenntnisse nicht täuschen, steht hier was von schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen. Offensichtlich hat sich dieser Peris sehr sonderbar verhalten und wies keinerlei Symptome bekannter Krankheiten auf. Naja, das ist ja Ewigkeiten her. Mittlerweile sollte doch die Forschung... Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke, das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht, aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charleroi in seine Heimat überstellt, nach... Kuba. In einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Offenbar hat sich dieser Peris trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass ihm die doppelte Dosis von Phenylcyclidin-Piperidin gegeben haben. Ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Schon seltsam. Da liegt dieser Peris hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Nur welchen? Tja, Max, ich würde sagen, Nina kannst du auch später noch abholen. Mach dich erstmal auf nach Kuba, pack die Badehose ein. Und dann schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, nee, das machen wir nicht. Wir wollen Nina schon retten. Ich finde die Dinger ehrlich gesagt albern. So. Wahrscheinlich ist er kaputt und steht deshalb hier rum. Wenn ich mich nicht irre, dann ist in einer der Flaschen dieses Zeug, mit dem Peris betäubt wurde. Den Rest kann ich aber immer noch nicht identifizieren. Jetzt brauchen wir nur noch was, um uns den guten Stoff reinzujagen. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Ha. Ich dachte, man könnte sich hier einfach jetzt eine Spritze nehmen. Ist wohl leider nicht der Fall.